Ja, da sind wir auch schon wieder. Heute mit dem letzten Talk des Cloud- und Architektur-Tracks. Ich habe hier bei mir Joscha Burgholz. Hallo Joscha, schön, dass du hier bist. Joscha ist Gründer und Geschäftsführer der 19 Bytes GmbH und schon seit über 10 Jahren als Softwareentwickler tätig und wird uns aus seinem reichen Erfahrungsschatz berichten, insbesondere in Bezug auf Azure und Kubernetes. Joscha, bitteschön. Hallo Marius, vielen Dank. Hallo. Ja, vielen Dank für diese Einleitung. Ich glaube, ganz so viel brauche ich sonst gar nicht mehr zu mir erzählen. Genau, 19 Bytes GmbH, wir sind ein klassischer IT-Dienstleister, machen insbesondere eigentlich Backend-Entwicklung im Spring- und Container-Umfeld und haben in den letzten Jahren insbesondere auch das Thema Azure für uns entdeckt. Und dementsprechend möchte ich euch heute ganz gerne ein bisschen was dazu erzählen. Ja, und ich glaube, als ich diesen Teaser für die Navigate geschrieben habe, da habe ich den Mund ganz schön voll genommen. Kubernetes ist ja an sich schon ein Riesenbatzen. Clouds nochmal oben drauf, richtig viel. Und wenn man dann auch noch behauptet, dass die Entwicklung massiv beschleunigt wird, dann muss man sich schon zusammenreißen und schauen, wo man am Ende landet. Wir haben insgesamt 30 Minuten. Im Anschluss stehen 15 Minuten nochmal für Fragen zur Verfügung. Deswegen, wenn ihr zwischendurch schon Fragen habt, schreibt die gerne in den Chat. Ich werde zwischendurch auch mal versuchen, draufzuschauen. Wenn es gerade thematisch reinpasst, beantworte ich die gerne. Ansonsten natürlich auch gerne im Anschluss oder wie in den anderen Talks auch entsprechend in der Speakers Corner. Ja, und wir starten heute mit einer kleinen Zeitreise durch die Geschichte des IT-Betriebs. Werden uns dem Thema Kubernetes ein bisschen annähern und dann mal schauen, wie denn so ein Betrieb und so eine Architektur in der Azure Cloud aussehen könnte. Und dazu habe ich euch tatsächlich als allererstes das Thema Kubernetes mitgebracht und wir bauen jetzt mal so eine klassische IT-Infrastruktur wie vor vielleicht 5 Jahren oder 10 Jahren noch auf. Der ein oder andere von euch wird es vielleicht aber auch tatsächlich aus dem aktuellen Betrieb noch kennen. Üblicherweise gibt es irgendwo im Keller oder bei einem Dienstleister vielleicht ein Rechenzentrum und da stehen Server rum. Das sind, also erstmal sind das irgendwelche Bleche, die betrieben werden, die verkabelt werden, die Strom brauchen und die in irgendein Netzwerk gespannt werden, damit die untereinander miteinander kommunizieren können. Dann gibt es irgendwann Anforderungen aus dem Business, da sollen auch mal bitte schön irgendwelche Applikationen drauflaufen. Was machen die Teams? Die gehen hin und sagen: Ich bin Java-Entwickler, guck mal hier. Die Anforderungen, die die Projektleitung hat oder der Product Owner, die habe ich da jetzt reingegossen und hier ist jetzt mein Artefakt, das betrieben werden kann. Von diesen Artefakten, von diesen Anwendungen gibt es dann mehrere. Vielleicht kommt irgendwann sogar nach einiger Zeit nochmal eine neue Technologie dazu. In dem Fall wäre es jetzt Spring. Reine Backend-Systeme sind gar nicht so spannend. Irgendwer braucht vielleicht auch nochmal eine Benutzeroberfläche. Also wenn wir so an klassische Fachabteilungen, vielleicht in irgendwelchen Versicherungskonzernen oder sowas denken. Genau, die interagieren da miteinander und um diese Applikation wirklich laufen zu haben, benötigt der Server unten drunter und selbst wenn es nur eine virtuelle Maschine ist, aber noch ein paar Tools, die da laufen. Das eine wäre ein ganz klassisches Java, das direkt auf der Maschine installiert ist und zumindest bevor wir im Bereich von Spring Boot zum Beispiel waren, liefen da auch noch irgendwelche Application-Server. Also das kann so ein klassischer Tomcat gewesen sein. Oder vielleicht auch ein JBoss als JE-zertifizierter Server. Ja, so die laufen dann jetzt und können erstmal eigentlich gar nichts machen. Weil einfach nur Daten annehmen und die dann vergessen, das erfüllt erstmal keine Enterprise-Requirements, sondern die Daten müssen natürlich irgendwo auch noch gehostet werden. Also eine Postgres, in dem Fall also eine ganz normale SQL-Datenbank. Vielleicht hat der andere auch schon eine NoSQL wie eine MongoDB im Einsatz. Dann passiert Folgendes, dass die Applikationen, die untereinander kommunizieren müssen, irgendwann sagen: Weißt du was, ich will vielleicht gar kein HTTP machen. Synchrone Kommunikation ist gar nicht mal unbedingt das, was wir jetzt so brauchen, sondern wir stellen uns noch irgendein Messaging-System dahinter. In dem Fall ein ActiveMQ. Ich bin mir sicher, viele von euch kennen das auch. In vielen Unternehmen, die ich beraten habe, läuft das tatsächlich auch noch und manchmal sogar in einer gar nicht mehr so ganz aktuellen Version. An der Stelle könnte man jetzt sagen: Okay, wir haben ein funktionsfähiges, laufendes System da stehen und
Unsere Anwender werden ordentlich mit Software versorgt und können ihr Daily Business machen. Aber wie das dann in der IT so ist, es gibt immer mehr Anforderungen. Irgendwann kommt ein weiterer Server dazu, da läuft der ganze Kram dann nochmal drauf. Vielleicht sogar noch ein dritter. Und wenn ihr aus einem größeren Unternehmen kommt, dann wisst ihr, so ein klassisches Rechenzentrum, so eine IT-Abteilung, die betreut nicht nur drei Server oder fünf, sondern das sind Hunderte, vielleicht sogar Tausende. Ja, und über die Zeit, wenn wir mal so die letzten 9 Jahre ungefähr uns anschauen, dann hat sich alleine auf der Java-Ebene ganz viel getan. Wir haben gestartet also ich noch mit Java 7, andere Kollegen vielleicht mit späteren Versionen. Wir haben so ein klassisches Java 8, das irgendwo läuft, das also sehr, sehr coole Features hatte, wenn ich so an Streams und Lambdas denke. Irgendwann ist Java 8 dann auch in die Jahre gekommen. Es hat sich Java 9 und Java 10 entwickelt. Die nächste LTS-Version, die dann rauskam, war dann Java 11. Da gab es schon erstmalig relativ große Refactoring-Anforderungen im Grunde. Einfach weil aus dem JDK irgendwelche Bibliotheken rausgefallen sind. Das heißt, man konnte jetzt nicht einfach hingehen und sagen, die Java 8-Applikation, die auf dem einen Server läuft, die schmeiße ich jetzt auch auf den anderen drauf und in Java 11 unter der Basis installiert ist. Und seit relativ kurzem gibt es auch noch ein Java 17. Das ist noch nicht bei vielen im Einsatz, glaube ich, wird es aber immer mehr werden. Also insbesondere Java 8 hat jetzt, glaube ich, sogar den Extended Support verlassen. Und wenn man dann seinen Serverbetrieb auf einer Instanz mit mehreren Java-Versionen machen will, dann kommt man zwangsläufig irgendwann an den Punkt, dass man vielleicht tatsächlich diese verschiedenen Java-Versionen installiert und dann aber wissen muss, welche Version braucht meine Applikation denn, wo ist der Pfad. All das sind Konfigurationsaufwände, die den Betrieb einer solchen Landschaft dann irgendwann echt komplex machen und vielleicht sogar irgendwann unwartbar werden lassen. Die klassische Softwareentwicklung selber lebt aber nicht einfach nur von, ich schreibe jetzt mal Code und werfe die den Betrieb hin, damit er die zum Laufen bringt. Ich hoffe, über dieses Muster sind wir schon seit einiger Zeit weg. Es gibt noch viele weitere Tools, die da entsprechend laufen, die einfach als Werkzeuge in der Softwareentwicklung genutzt werden. Und hier hätten wir beispielsweise ein GitLab als Source Code Repository. Einige von euch sind vielleicht auch noch mit SVN, Subversion, vertraut. Vielleicht läuft es sogar parallel, bei manchen, ich weiß es nicht. Und bei GitLab gibt es ja zum einen tatsächlich das Repository, um den Code zu hosten. Zum anderen gibt es noch GitLab CI, um tatsächlich Pipelines auszuführen, den Code zu testen und am Ende vielleicht zu deployen. Wer das noch nicht in seinem Umfeld im Einsatz hat, wird vielleicht den Jenkins noch benutzen, klassischer CI-Server, der sich den Code im Grunde auscheckt, die entsprechenden Pipelines durchläuft und am Ende ist hoffentlich ein Artefakt da, das man ausrollen kann. Zusätzlich haben wir noch vielleicht einen Nexus als Artefakt-Repository, wo dann irgendwelche Jar-Files, also die Java-Bibliotheken, erstmal abgelegt werden, damit andere Applikationen die nutzen können. Soweit, so gut. Ich hoffe eigentlich, dass ihr diese Form nicht mehr im Einsatz habt. Wenn doch, ist das gar nicht schlimm. Wir nähern uns nämlich jetzt immer weiter dem modernen Cloud-Betrieb, würde ich mal sagen, und vielleicht auch dem modernen On-Premises-Betrieb. Und tatsächlich kam vor, das ist gar nicht mehr so neu, 2013, glaube ich, kam nämlich Docker auf den Markt. Und ich glaube, das war so ein super Paradigmenwechsel. Wir haben nicht mehr einfach nur, der Entwickler schreibt Code, schreibt vielleicht ein paar Unit-Tests noch dazu und übergibt das dann an den Betrieb. Also einfach mal über den Zaun werfen und sieh mal zu, wie du das jetzt betreibst. Sondern die Entwicklungsteams waren immer mehr gefordert, tatsächlich zu schauen, dass die Anwendung, die sie schreiben, auch irgendwann in einem Container landet und da auch lauffähig ist. Und mussten sich da auf der Ebene schon ganz, ganz viele neue Skills aneignen, was für viele vielleicht auch gar nicht so einfach war. Und manche hadern, glaube ich, immer noch damit. Naja, schauen wir uns das nochmal an. Also wir haben unsere bisherigen Server, da sind sie alle, die stehen on-premise im Keller. Also die müssen irgendwie laufen. Dann kann der Betrieb hingehen und an der Stelle sagen, ich installiere jetzt kein Java mehr und schaue nicht mehr, auf welchen Server muss was wirklich noch drauf,
sondern ich statte jetzt einfach jede Maschine, die wir hier stehen haben, mit einer Docker-Engine aus. Und dann können die Entwicklungsteams hingehen, ihre Container da drauf deployen und die sind lauffähig. Und ich kann mir aus Admin-Sicht vielleicht andere Themen suchen, die ich vorher vielleicht vernachlässigt habe. So, dann gab es ein paar schlaue Leute, die sind auch noch hingegangen und haben gesagt, weißt du was, diese ganzen CI/CD und Infrastrukturkomponenten, die um die eigenen Anwendungen herum noch existieren, die packen wir auch noch in Container. Da kann man bei dem einen oder anderen sicherlich drüber streiten, ob das jetzt sinnvoll ist. Aber Postgres und ActiveMQ haben wir trotzdem, einfach weil die Anwendungen das weiterhin brauchen. Genauso sind unsere Entwicklungstools, also insbesondere GitLab, Jenkins, Nexus und vielleicht auch noch ein paar andere dazu im Zuge von Docker, weiter notwendig. Ansonsten könnten wir gar nicht arbeiten. Naja, wie dem auch sei. Jetzt haben wir da diese Infrastruktur stehen und ich kann mit meinem Entwicklungsteam jetzt quasi hingehen und sagen, ich baue mir meine Anwendung, schreibe die in Java, verpacke die in einen Docker-File, dann läuft das durch die Pipeline durch und am Ende wird das irgendwie per Magic dann ausgerollt. So, und da hätten wir jetzt unseren super schlanken Docker-Container laufen, der im Grunde all dieser Abhängigkeiten, also vor allem die spezifische Java-Version wäre das in dem Fall, von selbst schon mitbringt und im Grunde komplett isoliert ist, fast komplett isoliert ist von dem Host, auf dem es läuft. Und die Teams gehen jetzt hin und füllen sich entsprechend die Maschinen auf, die denn zur Verfügung stehen. So, dann kamen die ersten Probleme. Irgendwann passiert es nämlich zwangsläufig immer, dass irgendeine Applikation einfach mal abstürzt. Das kann unterschiedlichste Gründe haben. Das kann tatsächlich ein Programmierfehler sein, dass zur Laufzeit eine Exception fliegt, die nicht abgefangen wird, nicht vernünftig behandelt wird, und dann der Prozess beendet wird. Das kann aber auch andere Probleme sein, Speicherüberlauf beispielsweise. Oder der Container hat einfach von Anfang an gar nicht genug Speicher mitbekommen. Und sobald da mal ein bisschen Last drauf kommt und ein paar Anfragen daran gestellt werden, stürzt er einfach ab mit einer Out-of-Memory-Exception, wäre es dann in dem Fall. Und danach ist er weg. Gestorben. Das ist tatsächlich erstmal gar nicht mehr so schlimm. Vorher im Betrieb, wenn Prozesse noch direkt auf der Maschine liefen, dann musste man sich tatsächlich wirklich darum kümmern, dass die auch wieder neu gestartet werden. Und wenn das nicht so geschäftskritische Anwendungen waren und man sagt, hohe Verfügbarkeit ist vielleicht gar nicht so eine Anforderung, dann kann das durchaus sein, dass es da reicht, irgendwen zu notifizieren, irgendeinen Admin vielleicht aus dem Bett zu klingeln, der steht dann einmal auf, startet den Dienst neu und dann läuft er wieder. Aber in letzter Zeit, also im Grunde seit Unternehmen entdeckt haben, dass digitale Produkte im Portfolio immer wichtiger werden, und da haben wir, ich glaube, so fast alle Unternehmen oder zumindest alle großen Unternehmen entdecken das immer mehr für sich. Und selbst die Unternehmen, die es eigentlich erstmal gar nicht glauben, sind trotzdem Technologieunternehmen, weil die nämlich am Ende damit Geld verdienen. Und auch so eine Versicherung beispielsweise, die irgendwelche Schnittstellen anbietet, um vielleicht bei Check24 gefunden zu werden. Das sind am Ende Technologieunternehmen und die müssen sich halt um so Hochverfügbarkeitsfragen kümmern. In dem Fall ist es jetzt bei Docker so, dass man die Container so konfigurieren kann, wenn der Hauptprozess in dir abstirbt, dann startet den Container einfach neu. Und damit hat man schon mal ein ganzes Maß an Verfügbarkeit gewonnen. Der Container ist wieder da. Alles läuft, alle sind zufrieden. Ja, was passiert aber, wenn tatsächlich dieser komplette Host ein Problem hat? Und das kann auch durchaus mal passieren, dass, ich weiß nicht, das Blech hat einfach seine Lebenszeit erreicht, sein Lebensende erreicht. Das raucht einfach ab, Stromversorgung ist weg, was auch immer. Also Gründe gibt es wahrscheinlich zuhauf. Dann steht auf einmal diese komplette Maschine nicht mehr zur Verfügung. Und wenn der Docker-Daemon nicht mehr läuft, dann kann der leider auch keine Container mehr neu starten. Und im Worst Case sind dann tatsächlich meine Anwendungen weg. Der Kunde kriegt das mit, der Kunde ist enttäuscht und es kostet mich vielleicht im schlechtesten Fall auch noch Geld. Aber auf jeden Fall Reputation. Ja, und dann kam irgendwann gar nicht so viel später, ich glaube 2015, wurde das Projekt öffentlich gestellt, ursprünglich von Google. Da kam dann Kubernetes dazu.
Und Kubernetes ist im Grunde ja nur eine Container-Orchestrierung. Und wir sehen das hier jetzt nochmal. Wir haben unsere Infrastruktur, da sind sogar noch ein paar Komponenten mit dazugekommen. Und man sagt sich jetzt, ich möchte eigentlich einen Cluster aus mehreren Rechnern bilden, um hoch verfügbar zu sein, dass wenn einer mal aus irgendwelchen Gründen gerade nicht seine Dienste bringen kann, dass es dann andere gibt, die genau das tun. Ja, was passiert also? Das Administrationsteam geht hin und sagt, wir stellen hier erstmal ein paar Server auf und installieren darauf einfach mal Kubernetes. Im klassischen Umfeld ist das vielleicht sogar nur eine Masterinstanz. Wenn man das richtig hoch verfügbar macht, dann hat man drei davon. Das heißt, selbst wenn einer davon wegstirbt, dann sind immer noch zwei da, um den Status des Clusters weiter zu verwalten. Dann werden die klassischen Server wieder genommen, die virtuellen Maschinen. Da wird ein Kubernetes auch drauf installiert, die werden in den Cluster reingehängt und diese drei Instanzen stehen jetzt als sogenannte Worker Nodes zur Verfügung und können im Grunde diese Docker-Container, die wir vorher auch schon direkt auf der Maschine laufen hatten, entgegennehmen, neu starten und den Status jeweils überwachen. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Hat im Grunde den Betrieb auch nochmal komplett revolutioniert, meines Erachtens. Und wenn jetzt eine Anfrage kommt und ich sage, liebes Kubernetes, fahr mir doch jetzt mal meine Backend-Anwendung hoch, dann sage ich das im Grunde nur dem Kubernetes-Server, dem Master. Und der geht hin und spawnt dann sogenannte Pods. Also am Ende sind es auch wieder Docker-Container, die da laufen. Und verteilt die jeweils auf die Maschinen, die gerade Zeit haben. Der kennt tatsächlich die Metriken unten drunter, weiß, welche Maschine ist wie ausgelastet, und verteilt dann diese Pods. Wenn jetzt wieder unser Anwendungsfall kommt und irgendein Prozess stirbt ab, aus welchem Grund auch immer, dann ist Kubernetes so schlau, erkennt das, pingt den regelmäßig an, alle paar Sekunden, bist du noch da, stellt dann fest, oh, dieser Prozess, der lebt einfach nicht mehr, dann fährt er den auf einem anderen Host einfach wieder hoch. Und der alte Pod wird weggeschossen. Sehr coole Sache. Dadurch hohe Verfügbarkeit. Man kann die sogar horizontal replizieren, diese ganzen Container. Das heißt, selbst wenn jetzt einer wegsterben würde, brauchen wir nicht warten, bis ein neuer gestartet wurde, sondern sind innerhalb kürzester Zeit wieder live. Ja, und jetzt haben wir das nächste Problem. Es ist schon wieder ein Blech weggeraucht und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Kubernetes geht erstmal hin, prüft noch. Ihr beiden Spring-Applikationen, seid ihr noch da? Stellt fest, nein, nicht mehr erreichbar. Also fährt er die Pods entsprechend auf den noch verfügbaren Worker-Nodes hoch. Die alten sind bereinigt im Status, im Cluster und alles ist gut. Jetzt in dem Fall ist es so, dass wir da noch einen Java-IE-Prozess haben, einen Container, der einfach nicht auf einen anderen Host verschoben werden kann, weil die beiden Verbleibenden, die wir hier jetzt noch sehen, die sind einfach komplett ausgelastet. Die sagen, ich nehme nichts mehr entgegen. Wenn wir jetzt in einem klassischen Rechenzentrumsbetrieb sind, dann wird das im Grunde gemacht, dass man sagt, okay, ich mache mal eine Lastanalyse, prüfe, wie viele Maschinen brauche ich tatsächlich, einfach um einen gewissen Puffer zu haben und weitere Spitzen abfangen zu können. Dann geht man hin, stellt dann vielleicht noch ein oder zwei Server dazu, schaltet die quasi zum Cluster mit auf, selbst wenn die größtenteils erstmal nur rumeideln und gar nichts zu tun haben. Ja, schauen wir mal weiter. An der Stelle ist es dann jetzt so, dass wir tatsächlich viel Rechenleistung im Keller stehen haben, die gar nichts tut. Und das ist, glaube ich, aus vielen Gründen nicht schön. Mir persönlich als Entwickler muss ich an der Stelle sagen, ist das relativ egal, wenn zu viel da ist. Ich muss das nicht bezahlen. Wenn ich aber allerdings derjenige bin, der das Budget verantwortet, dann will ich natürlich so wenige Server wie möglich da rumstehen haben, die einfach gar nichts tun. Wo es mich als Entwickler wieder betrifft, ist, wenn ich Anforderungen habe und sage, ich möchte jetzt meine Applikation ganz gerne mal ein bisschen hochskalieren und sage dann zu dem jeweiligen, der denn das Rechenzentrum verwaltet, schalte mir doch mal bitte eine Maschine dazu. Und der sagt, kann ich machen, fülle ich einen Budgetantrag aus, dann geht das durch den Einkauf, dann muss das Ding bestellt werden, dann wird das geliefert. Und irgendwann wenn wir ganz schnell sind, vielleicht 6 Wochen, wenn es normale Prozesse sind, vielleicht 6 Monate, hast du dann eine zusätzliche Maschine.
Das ist ärgerlich an der Stelle. Man kann das natürlich mit Leerlauf, Maschinen, die man vorher gekauft hat, natürlich abfedern, solche Dinge. Ist aber trotzdem nicht so ganz zufriedenstellend. So, und dann kam irgendwann, ich weiß gar nicht wann, die Jungs von Microsoft auf jeden Fall auf die Idee, wir könnten doch jetzt mal eine Cloud machen. Ich glaube, AWS, da hatten wir gerade den Talk schon zugehört, das waren auch so mit die ersten, die einfach irgendwann gesagt hatten, wir haben so viele Maschinen im Grunde bei Amazon rumstehen, die sich die größte Zeit des Jahres einfach nur langweilen, außer zu, ich glaube, Black Friday und Weihnachtsverkauf irgendwie war das. Da standen die wirklich unter Last und ansonsten die restlichen 90% des Jahres passierte da fast gar nichts drauf. Also in Relation, ne? Ja, und Microsoft hat sich dann gedacht, wir machen jetzt mal die Azure Cloud. Wir haben auch so viele, viele Rechner hier rumstehen. Und damit kann man Geld verdienen. Die Leute haben irgendwie einen Bedarf. Also losgelegt. Unser Admin-Team geht hin, hat den bisherigen Rechenzentrumscluster hier stehen und überlegt sich, wir wollen jetzt in die Cloud, wir wollen hochverfügbar, wir wollen keine 6 Monate mehr warten, bis irgendein Server ausgetauscht wurde. Wir nehmen uns einfach die alten Bleche, die wir haben, und gehen damit in die Azure Cloud und kaufen uns da im Grunde virtuelle Maschinen. Das kann man tun. Hat dann aber, glaube ich, die ganzen Vorteile, die so eine Cloud bietet, einfach liegen gelassen und hat die ganzen Nachteile des bisherigen Rechenzentrumsbetriebs so mitgenommen. Und deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie man denn sowas vernünftig in die Cloud schieben könnte. Also, im ersten Schritt würde wahrscheinlich so ein Azure Active Directory, viele kennen das vielleicht aus dem Windows-Umfeld direkt auch schon, hingehen und jemand, der jetzt dafür verantwortlich ist und die entsprechenden Rechte darauf hat, würde mir da quasi einen Account anlegen und mir das Recht auf eine sogenannte Subscription zuweisen. Subscriptions sind in dem Fall erstmal nur eine logische Trennung. Innerhalb einer Subscription werden Ressourcen hochgefahren. Das können irgendwelche Server sein oder irgendwelche anderen gemanagten Dienste. Und man kann den Usern aus dem Active Directory tatsächlich innerhalb einer Subscription irgendwelche Rechte zuweisen. Wir behaupten jetzt einfach mal, dass in dem Fall tatsächlich ich volle Hoheit über diese Subscription hätte und die Berechtigung habe, alle möglichen Ressourcen ohne Budgetgrenzen zu erzeugen. Ja, und da ich ganz gerne einen Kubernetes hochfahren möchte, schaue ich mal nach, was hat Azure denn da so im Angebot, und stelle fest, Azure Kubernetes Service. Das klingt doch genau nach dem, was ich haben will. Also losgelegt. Azure Kubernetes Service über die UI relativ schnell angelegt. Geht im Grunde hin und ich kann sagen, ich brauche einen Node Pool und will mir da virtuelle Maschinen drin hochfahren. Und da haben wir schon den ersten Unterschied zum vorherigen Betrieb. Ich selber bin nicht mehr dafür verantwortlich, dass diese Master Services laufen. Das heißt, 3 Stück repliziert und da sind noch ganz viele andere Dienste drumherum, die notwendig sind, um den State zu halten. Sondern ich sage jetzt an der Stelle tatsächlich nur noch, häng mir eine Anzahl an Worker-Nodes da rein. In dem Fall haben wir jetzt 3 und ich kann noch mit angeben, welche Größe die haben soll. Und bei den VMs, wer sich das mal angeschaut hat, da gibt es unzählig viele, also wirklich ganz kleine Maschinen mit einem halben Gigramm und einem halben Kern oder sowas. Und aber auch riesige, wirklich riesige, riesige Maschinen, die am Ende Tausende Euro, Zehntausende Euro im Monat verschlingen und die dann aber auch eine Rechenkapazität haben, die ich zumindest in meinen Projekten bisher noch nie gesehen habe, dass sie benötigt würden. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Unternehmen gibt, die vielleicht am Monatsende irgendwelche Batch-Prozesse haben und da Millionen, Milliarden von Daten durchrechnen müssen und einfach mal für einen Tag eine riesige Büchse in ihrem Node-Pool brauchen. Und sobald die Berechnungen da durchgelaufen sind, fährt man die Maschinen wieder runter und alles ist cool und es fallen keine Kosten mehr an. Diese Node-Pools selber, die kann man tatsächlich auch in die Breite skalieren. Also zum einen ist es so, dass man pro Node-Pool nur eine Größe angeben kann. Das bedeutet, wenn ich jetzt hingehe und eine relativ kleine Instanz da drin konfiguriere, kann ich das zwar in die Breite skalieren, bis zu, weiß nicht, 20 Maschinen, glaube ich. Ich kann jetzt aber nicht sagen, hängen mir noch eine ganz große oder eine ganz kleine mit rein. Kann das dann aber in weiteren Node-Pools machen und
Genau, man kann dann auf Kubernetes-Ebene auch noch definieren, auf welchem Service oder auf welchem Host sollen jetzt welche Services gestartet werden. Ganz spannender Security-Aspekt an dem Punkt ist, dass erstmal alle Instanzen, die so in Azure erzeugt werden, und ich glaube, in den anderen Cloud-Anbietern ist es auch so, die laufen alle in einem privaten Netzwerk. Also an der Stelle ist es so, dass die Maschinen eine private IP nur bekommen. Die dürfen untereinander kommunizieren, aber von außen kommt da erstmal niemand dran, was schon mal ein sehr, sehr cooles Feature ist, und man erspart sich damit auf jeden Fall solche Schweinereien, dass man versehentlich irgendeine Datenbank einfach public ins Internet hängt, die dann irgendein Hacker vielleicht absaugen kann. So, und damit hätten wir nach ungefähr 5 Minuten Wartezeit, so lange brauchen die VMs manchmal, einen vollwertigen Kubernetes-Cluster da stehen, der bereit ist, von außen irgendwelche Befehle entgegenzunehmen und Pods zu starten. An der Stelle könnte ich jetzt tatsächlich über die Azure CLI hingehen und mir für Kubernetes eine Konfiguration ziehen. Da ist ein Zertifikat drin, dass die Kommunikation zum Kubernetes Master wirklich abgesichert ist, und könnte an der Stelle loslegen. Kann man zu Testzwecken so machen. Das ist okay, aber es ist halt so, dass dieser Endpunkt grundsätzlich erstmal von außen verfügbar ist. Azure sichert das zwar ab. Das heißt, ich kann mir jetzt nicht einfach von irgendwelchen anderen Services Konfigurationen laden, aber trotzdem ist dieser Endpunkt erstmal public. Und ich kann mir vorstellen, dass es rechtliche Regularien gibt, irgendwelche Firmenpolicies, die sagen, das möchten wir so in dieser Form eigentlich nicht machen. Dann würden wir an dieser Stelle hingehen und sagen, okay, direkten Zugriff, das machen wir nicht mehr. Außerdem ist es ja nicht nur der Joscha, der da irgendwie an den Cluster dran will, sondern wir haben ja unser internes Netzwerk ohnehin schon. Und wahrscheinlich sogar ein VPN, da sind noch andere Rechner drin, also andere Entwickler, die Admins sind da mit drin, und wir haben die Dienste, die ja auch immer noch laufen und die wir für die Entwicklung benötigen. Dafür gibt es ein VPN, ist ein nativer Dienst, der auf unterschiedlichen Ebenen arbeitet. Also tatsächlich kann man einen VPN-Gateway einrichten, um sowohl das Firmennetz, das wir entsprechend oben sehen, und dann dieses interne Netz, wo der Kubernetes-Cluster drin läuft, die direkt miteinander verbinden. Und es gibt auch noch, ich weiß nicht, Point-to-Site-Verbindung, schimpft sich der Spaß, glaube ich, dass ich von außen direkt mit dem VPN innerhalb von Kubernetes die Verbindung aufbaue und dann gar nicht mal gezwungen wäre, unbedingt mich erst mit dem Firmennetz zu verbinden und dann da die Schleife zu drehen. Soweit, so gut. Das hätten wir abgesichert. Dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge anderer Dienste, die ganz wichtig sind, weil an dieser Stelle kann unser Cluster eigentlich noch gar nichts. Der könnte jetzt potenziell natürlich diese Kubernetes-Manifeste empfangen, würde sich dann oben aus dem Firmennetzwerk die entsprechenden Docker-Images ziehen und da die Pods hochfahren. Dazu bräuchten wir tatsächlich ein bisschen DNS-Konfiguration noch, weil die Nodes unten, die müssen natürlich wissen, wo erreiche ich denn den Docker-Host überhaupt? Und wir haben außenrum, aus den vorigen Folien kennen wir das, haben wir natürlich noch diverse Infrastrukturkomponenten, zum Beispiel die Postgres, die definitiv irgendwie angebunden werden muss, oder auch ein nativer Dienst, den Azure von sich aus schon mitbringt, für das Messaging. Da gibt es unterschiedlichste. Also wir haben klassische Queues. Wenn wir so an ActiveMQ oder RabbitMQ denken, wir haben aber auch Hochverfügbarkeits- und eventgetriebene Dienste, die für Millionen Nachrichten pro Sekunde einfach zur Verfügung sind und die Events da durchschleusen. Und am Ende vielleicht irgendeine Azure Function, also das Äquivalent zu AWS Lambdas, triggern, damit dahinter nochmal irgendwas anderes passiert. Naja, wie dem auch sei. Unsere Node, die wir jetzt hier installiert haben, die haben die Datenbank und die haben ein Messaging-System und alles ist cool. Und dann geht es weiter. Ich schaue gerade einmal ganz kurz. Genau. Normalerweise ist es ja so, dass wir irgendwelche Dienste anbieten. Und das kann entweder sein, dass das für uns intern ist, oder aber, dass wir irgendwelche Schnittstellen nach außen direkt ins Internet anbieten. Und an der Stelle ist es nämlich tatsächlich spannend. Wie kriege ich das jetzt hin?
Die Cloud-Provider bieten dazu die Möglichkeit, innerhalb von Kubernetes einen Public Service anzubieten, der den Typ Load Balancer hat. Und in dem Fall geht Azure dann tatsächlich hin, erzeugt eine neue Load Balancer-Instanz. Die kann public, die kann aber auch private sein, dass sie tatsächlich nur innerhalb des gleichen Netzwerkes zur Verfügung steht und vielleicht noch Dienste aus dem bisherigen Unternehmensnetz bedient. So, da können jetzt aber tatsächlich unsere Kunden erstmal über den Load Balancer gehen. Wir haben im DNS vielleicht einen Eintrag gemacht und die haben jetzt eine tolle Suche, ein Vergleichsportal, was auch immer. Soweit so schön. Damit hätten wir uns erstmal eine funktionierende Landschaft aufgebaut. Unsere Kunden können wieder mit unseren Applikationen entsprechend interagieren und wir sind an der Stelle erstmal so zufrieden, dass wir, selbst wenn wir ganz viel Last drauf bekommen auf unserem System, grundsätzlich erstmal super weit in die Breite skalieren können. Das ist schon mal super. Aber wir haben ja noch so ein paar Altlasten, nämlich oben in dem Fall GitLab Jenkins, CI/CD-Systeme, vielleicht auch noch die Docker Registry oder einen Docker Harbor oder was auch immer so im Einsatz ist. Und an der Stelle gehen wir hin und sagen: Azure DevOps, was ist das denn? Das schaue ich mir mal an. Und das ist ein sehr, sehr cooles Feature. Also Azure DevOps Services umfasst mehrere Applikationen. Man kann da tatsächlich irgendwelche Boards drauf aufbauen, also im Grunde das, was wir aus Jira kennen. Man kann Testpläne anlegen, man hat private Git-Repositories, die da drin laufen und, was natürlich im Hinblick auf Jenkins oder GitLab CI spannend ist, dass wir da auch komplette Pipelines drin aufbauen können. Und die Artefakte, die da rausfallen, die landen dann direkt in Kubernetes und werden da deployed. In dem Fall haben wir tatsächlich eine eigene Container Registry auch noch. Vorher mussten wir die ja irgendwie anderweitig zur Verfügung stellen, also der Ort, wo unsere Artefakte gelagert werden. Wir können tatsächlich sagen: Liebes Azure DevOps Pipelines, schiebt das doch mal in die Container Registry und informiert danach den Cluster, dass es da was Neues gibt. Der geht hin, holt sich das Docker-Image ab und fährt den Pod hoch. Und damit sind wir auch schon fast am Ende dieser Übersicht angekommen. Ich habe noch ein Feature rausgesucht, das ich sehr, sehr cool finde. Das ist auch erst seit kurzem so in dieser Form integriert. Das ist nämlich Azure Key Vault. Das Thema Security kennt ihr vielleicht auch, ist immer wieder ziemlich painful. Irgendwelche Schlüssel da, also Credentials werden gerne mal in den Source Code geschrieben, weil es bequemlich ist. Weil die Leute bequemlich sind oder spätestens irgendwo in den Infrastructure as Code Konfigurationen taucht es dann auf und wird dem Container als Umgebungsvariable mitgegeben. Seit ganz kurzem ist Azure in der Lage, tatsächlich Key Vault in den Cluster mit zu integrieren. Und was dann passiert ist, wir sagen dem Container, der hochfahren soll, einfach nur noch: Schau doch mal in Key Vault nach und nimm dir zu diesem Key mal den Value, also am Ende das Passwort, das da verschlüsselt drin steht. Da sind noch ganz viele andere Sachen möglich. Also Retention-Zeilen, wann werden Keys revoked, wie lange sind die gültig, wer hat Zugriff darauf. Alles entsprechend über das Active Directory steuerbar. Und was im Grunde passiert ist, dass wenn der Pod hochfährt, dann kriegt der einmal dieses Geheimnis reingemountet. Das liegt im Temp-Verzeichnis. Das heißt, es wird nicht mal richtig auf Platte geschrieben auf dem Host. Das wird temporär nur abgelegt und sobald alle Pods weg sind, also dass sie auf diesem Host nicht mehr existieren, wird tatsächlich dieses Geheimnis auch weggelöscht und es braucht sich niemand mehr Sorgen machen, dass da vielleicht irgendwer noch an Geheimnisse drankommt, an denen er nichts zu suchen hat. Und damit bin ich auch schon am Ende meiner Präsentation angekommen. Ich habe euch noch eine ganz kurze Zusammenstellung gebastelt. Das ist nämlich mein Hinweis und mein Lieblingspunkt zum Einstieg, wenn ich irgendwas suche. Der Pricing Calculator. Da gibt es eine super Übersicht, welche Dienste gibt es überhaupt. Tatsächlich auch thematisch geclustert. Also wenn ihr irgendwie für Compute, wenn ihr euch da interessiert, oder für das Thema Networking oder Security, dann findet ihr da die entsprechenden Dienste. Könnt auch gerne mal schauen, was kostet das denn, wenn ich welche Instanz in welcher Laufzeit irgendwie hochfahre. Der QR-Code, den ihr hier seht, den lasse ich euch gerne noch stehen.
Scannt den gerne ab, schaut nach. Ansonsten dürft ihr mich auch gerne über Xing oder LinkedIn connecten und oder auch eine Mail schreiben, wenn ihr wollt. Oder wir machen jetzt gleich die Fragerunde und sehen uns vielleicht in der Speakers Corner noch. Ja, super. Vielen Dank, Joscha, für den ja, Rundflug, würde ich schon fast sagen. Einmal von der On-Prem-Welt über Docker hin zu Kubernetes und dann Kubernetes in Azure. Wirklich sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Wenn es Fragen dazu gibt, wäre jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, diese in den Chat zu stellen, sodass wir die noch gemeinsam ja, stellen können an Joscha und er die dann hoffentlich beantworten kann. Ansonsten geht es gleich natürlich auch in der Speakers Corner weiter. In der Zwischenzeit eine Frage, die ich mir gestellt habe. Du hast ja wirklich den kompletten Roundtrip beschrieben und ganz am Anfang ging es darum, dass wir verschiedene Anwendungen haben: Java 8, Java 11, Java 17 war es, glaube ich, und die jetzt dann in Kubernetes deployen. Wie machen wir das denn? Machen wir das einfach so, as is, oder wollen wir da nochmal irgendwie rangehen, wenn wir die Zeit und das Budget dafür hätten, um irgendwie ja, die vielleicht Cloud-Readier zu machen? Wie ist da so deine Erfahrung? Ja, es ist tatsächlich immer wieder ein schwieriger Punkt. Wenn wir an so klassische Monolithen denken, die sich vielleicht irgendwo auf die Platte noch was schreiben und einfach nicht stateless sind, dann kann man das tun. Also man kann solche Applikationen containerisieren und einen persistenten Storage im Grunde auch in den Kubernetes-Cluster mit reinhängen, der immer zur Verfügung steht. Tatsächlich wäre es aber an dieser Stelle häufig wahrscheinlich angebracht, Monolithen vielleicht auseinanderzubrechen, vielleicht in kleinere Services aufzuteilen und zuzusehen, dass die stateless sind. Ja. Ja, super, danke für die verständliche Antwort. Ich habe gerade leider keine Frage bekommen, aber ein Kompliment, das möchte ich dir nicht vorenthalten im Chat. Ich weiß nicht, ob du es auch liest. Sehr gut verständlich, genial gemacht. Ja, da kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Also es war wirklich sehr, sehr, ja, sehr, sehr gut einfach. Eine weitere Frage vielleicht noch. Gut, dein Vortrag hat jetzt explizit sich mit der Azure Cloud auch beschäftigt. Gibt es denn Szenarien, wo du sagen würdest, ja, on-prem ist vielleicht ein bisschen aufwendiger, aber lohnt sich für unseren Fall? Oder was für Entscheidungskriterien würde man da ansetzen, um da ja zum Ziel zu kommen? Ja, da gibt es sicherlich Szenarien, wo das sinnvoll ist. Also zum einen muss man sagen, wirklich alles jetzt komplett in die Cloud zu ziehen, ist natürlich super aufwendig, ne? Also wenn wir über kleinere IT-Betriebe sprechen, kann man das vielleicht machen, wenn man 3, 4, 5 Applikationen hat. Dann kann man die sukzessive rüber migrieren. Riesige Abteilung, das braucht zum einen seine Zeit und zum anderen, und das hatten wir gerade bei dem Irak-Talk ja auch schon, haben wir datenschutzrechtliche Fragestellungen, die da immer ganz wichtig sind. Hoste ich meine Daten jetzt in Europa, fließen die eventuell in die USA ab? Muss ich auf GDPR-Ebene vielleicht noch irgendwelche besonderen Dinge einhalten? Und da muss man sich dann definitiv nochmal im Detail mit beschäftigen, ja. Ja. Ja, ein super Stichwort, Datenschutz, was du da nennst, wollte ich eben schon beim vorherigen Talk eingeworfen haben. Wir hatten letztes Jahr auf der Navigate 2021 einen Talk dazu. Wer da nochmal sich den anschauen möchte, kann sich gerne bei mir oder über das Infoformular über die Konferenz melden. Da können wir dann auch nochmal den Link raussuchen, wenn da jemand tiefer einsteigen möchte. Jetzt gibt es tatsächlich allerdings noch eine Frage, die sich nicht auf den Datenschutz bezieht, von Markus Pepping. Und zwar, woran seht ihr den größten Vorteil, auf ein gemanagtes Kubernetes-Cluster bei einem großen Anbieter zu gehen? Ja, ist eine sehr, sehr gute Frage. Also es gibt auch keine einfache Antwort darauf, befürchte ich. Ich glaube, wenn sich jetzt jemand überlegt, mache ich IT, also wenn ich auf grüner Wiese anfange und sich überlegt, wie baue ich jetzt meine IT-Infrastruktur auf, dann sollte der definitiv das Thema Cloud im Blick behalten und sich überlegen, will ich mir wirklich Bleche in den Keller stellen? Weil da hängt ja auch sehr, sehr viel dran und ist gar nicht mal unbedingt günstiger, ne? Also je nachdem, welches Szenario man da fährt. Ansonsten, und da kommen wir vielleicht nochmal ein bisschen zu den ja, Vorteile für die Devs und wie beschleunige ich meine Entwicklung. Wir haben ja mehrere Fragestellungen, die dahinter stehen. In klassischen Betrieben habe ich es immer wieder erlebt, dass alleine diese Hürde zwischen Entwicklungsteam und Betrieb
zu sehr häufigen Missverständnissen und Verzögerungen führt. Also so ein einfaches Beispiel, ich brauche jetzt mal eine Datenbank, dann kann ich die irgendwo beantragen und wenn irgendwer Zeit hat, macht er mir das dann und ich habe vielleicht schon wieder 3 Tage Latenz dazwischen. Genau, da wäre ich auf jeden Fall deutlich freier. Und was ich noch als Riesenvorteil sehe, ist, ich kann einfach mal neue Technologien ausprobieren. Ne? Also wenn bisher vielleicht einfach nur Postgres im Einsatz war, weil da das Know-how ist und ich aber der Meinung bin, ich brauche eigentlich eine NoSQL-Datenbank oder eine Graph-Datenbank oder was auch immer, dann wäre die Hürde, da mal Innovation zu betreiben, auf jeden Fall deutlich geringer. Verstehe. Also ich nehme damit, dass eben ein großer Vorteil der die Menge an Services ist, die schon gemanagt vorhanden ist auf der Azure Cloud. Genau, danke. Und noch eine weitere Frage. Wie ist der gezeigte Funktionsumfang bei AWS oder Google? Sind die ähnlich umfangreich? Ja, definitiv. Also ich glaube, die tun sich alle gar nicht mehr so viel. Bei AWS war ich jetzt seit 2, 3 Jahren nicht mehr viel unterwegs und mit Google hatte ich nicht ganz so viele Berührungspunkte. Aber AWS bietet im Grunde all die Services auch an. Die heißen halt nur anders. Die haben eine andere Marke, aber es ist der gleiche Dienst am Ende darunter. Die können all das auch. Ein ganz großer Unterschied ist, was die Kubernetes Master angeht. Also da weiß ich, Azure bietet kostenlose Master an. Und ich glaube, bei AWS kosten die Master schon. Das sind dann virtuelle Maschinen, die man entsprechend auch schon, also selbst wenn nichts passiert, bezahlen muss. Ja. Genau, bei Google mittlerweile auch. Die haben es mal eine Zeit lang umsonst gemacht, tun das jetzt aber nicht mehr. Genau. Ja, danke auch dafür. Vielleicht noch eine Frage, die ich mir so gestellt habe. Wenn wir doch jetzt auch so schöne Funktions-as-a-Service-Architekturen bauen können, wie wir eben gehört haben, brauchen wir da noch Kubernetes oder wie ist so deine Einstellung dazu? Oder ist es vielleicht auch gar nicht so schön machbar in der Azure Cloud? Hast du da Erfahrungen zu? Ja, also wir hatten das ja tatsächlich gerade auch schon als eine Frage im vorherigen Talk, nämlich dann, wenn es um Antwortzeiten an den Client geht. Also ich kenne das tatsächlich aus einem Projekt, da ging es um eine Check24-Integration. Und im Grunde, wenn du da eine Kreditanfrage stellst und sagst, ich hätte ganz gerne Betrag X, wer bietet mir die besten Prozente, dann läuft das erstmal bei 20, 30 Banken rein, die entsprechend da angebunden sind. Und Check24 hatte zu dem Zeitpunkt auch relativ harte Restriktionen, wie lange die auf die Antwort warten. Und je länger du brauchst, desto weiter unten landest du in der Liste, selbst wenn du vielleicht von den Konditionen das beste Angebot hast. Und an der Stelle bräuchtest du definitiv ein Backend, das dauerhaft zur Verfügung steht und kannst dir keine Cold Starts leisten. Ja. Verstehe. Also das Qualitätskriterium Performance scheint da ein wichtiger, genau, ein wichtiges Entscheidungskriterium zu sein. Ja, super. Vielen Dank, Joscha. Soweit sehe ich auch keine Fragen mehr. Dann auch hier wieder das offene Angebot, gerne gleich mit Joscha in der Speakers Corner lange und weiter über Azure, Kubernetes und was auch immer zu diskutieren. Auf der anderen Seite gibt es auch noch einen kurzen Abschlusstalk auf der Center Stage, den ich, falls ihr nicht mit Joscha diskutieren möchtet, euch ans Herz legen möchte. Und ja, ansonsten bleibt eigentlich nicht mehr viel von mir an dieser Stelle, außer zu sagen, vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich würde meine Kollegin Konstanze auch noch mal einblenden, dass sie sich auch noch mal kurz verabschieden kann. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu unerwartet. Konstanze, bitteschön. Passt. Ja, der Tag hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche noch viel Spaß im Speakers Corner beim Abschlusstalk. Dank. Genau. Genau, ja. Wir sehen uns Und nächste Woche wieder. genau, darauf hoffe ich auch. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Gut.